Professor Dr. Moser macht in seinen Studien rund um den Wald unglaubliche Entdeckungen. Seinen imposanten Werdegang findest du unten in der Videobeschreibung. Er leitete sogar ein Forschungsteam außerhalb dieses Planeten im Rahmen des Austromir-Weltraumprojektes. Auf der Erde kennt er sich allerdings auch bestens aus, wie du in diesem Video eindrücklich erfahren wirst. Unsere Selbstheiler-Community darf erleben, dass es verschiedene Puzzleteile gibt, die ihnen hilft auf der Selbstheilungsreise. Und ein wichtiges Puzzleteil ist definitiv die Verbindung mit der Natur. Ich habe dieses Buch zugeschickt bekommen. Sie sehen, es ist schon voller Zettelchen. Sie sind der Autor davon. Eigentlich sind Sie ja Professor Dr. Maximilian Moser, aber hier steht nur Maximilian Moser. Das ist die Abkürzung. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke schön für die Einladung. Wie gesagt, Selbstheiler. Menschen, die sagen, ja, ich gehe in Annahme mit meiner Diagnose, das soll aber nicht meine Prognose sein. Und sich auftun, ganz verschiedene Wege ausprobieren und schlussendlich auch bei der Natur landen. Sei das jetzt die Ernährung, die einfach einen riesengroßen Teil ist der Selbstheilung, aber auch tatsächlich die Verbindung finden zum Wald. Und Sie haben hier in diesem Werk so viele schöne verschiedene Zugänge aufgezeigt, wie wir den Wald entdecken können. Vielleicht nehmen Sie uns erstmal mit in Ihre Geschichte, wie Sie für sich den Wald und dessen Qualitäten entdeckt haben. Naja, ich habe die Qualitäten des Waldes eigentlich als Kind entdeckt. Ich war so ein Waldeskind. Wir sind also immer in den Wäldern herumgezogen, eine Gruppe von 10-, 12-Jährigen, teilweise vielleicht noch jünger, und haben ja Winnetou und Old Shatterhand gespielt, also Indianer gespielt. Und da haben wir, ja, das war unser Aufenthaltsort in der Jugend. Also Fernsehen gab es ja nur mittwochs und das nur von 17 bis 19 Uhr. Und den Rest der Woche haben wir andere Möglichkeiten der Beschäftigung gefunden, und da war der Wald eine ganz wichtige, und eine Höhle im Wald auch, an die kann ich mich noch erinnern, das war sehr eindrucksvoll. Ab und zu haben wir Rehe gesehen, Bäume haben wir sehr oft gesehen natürlich, Rehe waren schon seltener, dann ist unser Jagdtrieb erwacht, zum Glück haben wir keines von den Rehen erwischt, aber das waren halt eine Jugend, die man heute wahrscheinlich nicht mehr so leicht hat. Und ich habe von Richard Luft dann das Buch gelesen, Das letzte Kind im Wald. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, weil er eben gezeigt hat, dass das Vitamin N, die Natur, für den Menschen eigentlich extrem wichtig ist. Und dann habe ich mich irgendwann mal entschlossen, für die deutschsprachige Gemeinschaft auch so ein Buch zu schreiben und meine Erfahrungen diesbezüglich reinzubringen. Und wir haben ja als Institut, das Human Research Institute in Weiz, in der Nähe von Graz, ein wissenschaftliches Institut, das sich mit der Auswirkung von Materialien und Umgebung auf den Menschen auch beschäftigt. Durch dieses Institut haben wir viele Forschungen gemacht, wo wir zum Beispiel den Einfluss von Holz, speziell Zirbenholz, auf den Menschen untersucht haben. Wir haben Experimente im Weltraum gemacht, wo das Thema Holz eine Rolle gespielt hat, in dem Fall als Material für die Sensoren, die wir gebaut haben und wo sich auch sehr gut bewährt hat. Und ich muss sagen, was für mich auch ganz wichtig war in dieser Natur, in dem Naturkontakt, war Hugo Kückelhaus. Das ist ein deutscher, oder war ein deutscher Tischler und Architekt, bei dem ich im zweiten Semester meines Studiums ein einwöchiges Seminar gemacht habe auf der Architektur in Graz, und der eben über die Bedeutung, über die Haptik der Natur, über die Gerüche der Natur gesprochen hat und die Schulung der Sinne ganz wichtig, als wichtiges Kapitel behandelt hat. Und alles das fließt in dieses Buch ein, diese ganzen Erfahrungen, auch zahlreiche Seminare zum Naturmentoring, die ich besucht habe, ein zweijähriger Heilkräuterkurs, den ich dann besucht habe, als meine Kinder begonnen haben, sich dafür zu interessieren.
Und das alles steckt in dem Buch drin. Ja, man sieht, es ist wirklich so vielfältig. Es geht um ätherische Stoffe, die wir einatmen, in Verbindung mit Studien, die zeigen, wie bereichernd das ist und uns tatsächlich auch in der Selbstheilung hilft. Also wenn wir im Wald stehen und den Wald sozusagen einatmen, dann passieren tatsächlich biochemische Abläufe in unserem Körper, die Heilung schaffen. Also als praktisches Beispiel, die ätherischen Öle des Waldes, also vor allem der Nadelhölzer, die sind uns ja alle vertraut und das ist das, was wir besonders angenehm auch finden im Wald. Und da hat man lange Zeit gedacht, dass das einfach nur über den Geruchssinn läuft und die positiven Sinneseindrücke, bis man entdeckt hat, dass praktisch in jeder Zelle Rezeptoren enthalten sind, die auf diese ätherischen Öle, also Geruchsrezeptoren, die reagieren und das verursacht dann keinen Geruchseindruck, sondern das legt dann chemische Schalter in der Zelle um und die Zelle fängt plötzlich von einem entzündungsfreundlichen Prozess, der für sie schlecht ist, zu einem entzündungshemmenden Prozess umzuschalten. Also das ist das, was ich so faszinierend an der Wissenschaft finde. Es wird heute so getan, als ob es nur eine Art der Wissenschaft gäbe. Dabei ist diese Art der Wissenschaft, die uns so eingetrommelt wird, ist eigentlich eine bezahlte. Das ist gar keine objektive Wissenschaft, sondern hier stecken dicke Pharmafirmen dahinter, die das bezahlen. Und es gibt aber zum Glück noch genügend freie Naturwissenschaftler, man muss das nur suchen in den entsprechenden Datenbanken, die zum Beispiel die Wirkung von ätherischen Ölen untersuchen. Und da gibt es den Michael Wink in Tübingen, einen Pharmakologen, der herausgefunden hat, dass diese ätherischen Öle ein Kunstwerk der Chemie sind, sozusagen der Naturchemie. Und zwar, die enthalten hunderte verschiedene Stoffe, die zusammenwirken, synergetisch zusammenwirken und die zum Beispiel als natürliche Antibiotika ohne schlechte Nebenwirkungen verwendet werden können. Und man spricht da ja auch von den Antibiotika der Zukunft, was, wenn man so diese ätherischen Öle sich anschaut, weil die zum Beispiel keine Resistenzen ausbilden können, weil Resistenzen nur dann entstehen können, wenn ein Stoff angeboten wird, wie das bei den herkömmlichen Antibiotika der Fall ist, oder zwei Stoffe maximal. Aber gegen 20 oder 30 oder gar 100 Stoffe kann kein Bakterium gleichzeitig Resistenz entwickeln. Und daher hat man immer eine Hemmung der Bakterien, auch dann, wenn die Bakterien über Jahre diesen ätherischen Ölen ausgesetzt sind. Und Wink hat noch eine zweite Sache sehr interessant, eine interessante Sache entdeckt, und zwar, dass diese ätherischen Öle auch eben über diese Vielstoffchemie, die da drinnen ist, an verschiedensten Stellen ansetzen und beruhigend wirken auf die Organismen, also zum Beispiel auf die Bakterien. Und pathogene, also krankheitserzeugende Bakterien, sind ja in der Regel überaktiv, genetisch überaktiv, die vermehren sich einfach zu stark. Diese Überaktivität wird genau durch diese ätherischen Öle abgesenkt, das heißt, die werden ruhiger. Die werden sozusagen beruhigt, diese hyperaktiven Bakterien. Und dadurch werden sie dann nicht mehr pathogen, weil sie dann nicht so gefährlich sind und sich nicht so stark vermehren. Und was der große Vorteil von dem ist, es entsteht kein Selektionsdruck, denn bei normalen Antibiotika, die die Bakterien wirklich töten, überleben dann ein paar, die sonst gar nicht überlebt hätten. Und die vermehren sich dann rasend und das nennt man dann resistente Keime. Und wenn es gegen viele Antibiotika resistent sind, sind es polyresistente Keime und oder multiresistente Keime. Und das ist etwas, was bei ätherischen Ölen überhaupt nicht vorkommen kann. Und man verwendet die ätherischen Öle auch als natürliche Antibiotika, die ja eigentlich nicht anti sind, sondern das Leben nur ein bisschen in seine Schranken weisen. Ja, es reguliert dann. Regulierend wirken, genau. Und dadurch hat man in Summe also eine Fülle von positiven Eigenschaften dieser natürlichen, meistens sind es Terpene oder ätherischen Öle. Ja, und das heißt, wenn wir in den Wald gehen regelmäßig, dann atmen wir die auf, unsere Zellen nehmen die auf und so können wir pathogene Keime auch regulieren. Oder ist es so, dass wir das in
in höherer Dosis zu uns nehmen müssen, extrahiert? Wie ist das? Ich denke, dass beides richtig ist. Wenn man präventiv das nehmen will, dann macht man das, was die Japaner Shinrin-Yoku nennen, denn das Waldbaden. Wenn man hingegen schon krank ist, sagen wir eine Viruserkrankung hat, dann ist es sehr hilfreich, wenn man so einen Verdampfer mit ätherischen Ölen hat, die das in die Luft, in erhöhter Konzentration in die Luft bringen und die dann auch bei Viren eine sehr gute Wirkung haben. Viren sind ja meistens sehr empfindlich gegenüber diesen Fettstoffen, die in den ätherischen Ölen drinnen sind. Und deswegen wäre das eine wunderbare Prävention. Und es ist eigentlich sehr schade und verwunderlich, dass das nicht empfohlen wurde, dass man da ganz andere Maßnahmen wie Masken oder sowas empfohlen hat, anstatt dass man solche einfachen Dinge wie ätherische Öle in der Luft, es gibt also wirklich Studien, die zeigen, dass das extrem virushemmend wirkt. Also da wäre eine natürliche Alternative zu den doch sehr unbequemen Masken. Ja, genau, die zu Sauerstoffmangel führen. Ja, also wie gesagt, ich habe Ihr Buch gelesen und da war so viel Wissen drin, so viel Lebendigkeit. Auch sieht man Sie einmal hier, kam ORF zu Besuch und da haben Sie Musik gemacht. Ja. Also können Sie uns das erklären, wie das funktioniert, dass tatsächlich unsere Pflanzen Musik machen? Sehr gerne. Die Geschichte ist schon relativ alt, der Beginn dieser Geschichte. Ich habe selbst in dem Buch von Tompkins und Bird gelesen, dieses geheime Leben der Pflanzen. Da hat ein amerikanischer Lügendetektor-Spezialist zum Spaß seine Zimmerpflanze angehängt an den Lügendetektor und hat den Widerstand, den elektrischen Widerstand dieser Pflanze gemessen. Das war der Cliff Baxter. Und der hat dann bemerkt, dass sich der ändert, dieser Widerstand. Und der hat dann alle möglichen Experimente gemacht, ein Blatt abgeschnitten und dann hat es eine starke Änderung des Widerstandes gegeben. Ich selbst wollte mal dissertieren über das Thema, durfte aber nicht, weil die Botaniker mir damals gesagt haben, dass das ja sowieso Quatsch ist und das brauche ich gar nicht ernst nehmen. Aber ich habe dann in der älteren Literatur sogar einen indischen Pflanzenphysiologen, der sogar Mitglied der Royal, also der British Royal Society war, der hat diese Widerstandsänderung bereits beobachtet. Und es war der Yagadis Chandra Bose. Und ich habe dann das ein bisschen sozusagen ins Abstellkammerl geräumt, bis ich vor ein paar Jahren Menschen getroffen habe, die sich seit dieser Zeit, seit den 30 oder 40 Jahren, als das zum ersten Mal publiziert wurde, mit dem Thema beschäftigt haben und inzwischen wirklich ein ausgereiftes Gerät entwickelt haben, das diese Musik der Pflanzen produziert. Und mit dem habe ich dann auch privat gearbeitet und Untersuchungen damit gemacht und das, was in dem Buch abgebildet ist, ist dann eben ein ORF-Bericht darüber, wo wir im Kräutergarten des Bendnerhofes in Lesachtal in Kärnten diese Pflanzen musizieren haben lassen und die haben also ganz ausgezeichnet musiziert, die erzeugen dann verschiedene Klänge. Das entsteht dadurch, dass eben Leben rhythmisch ist und alles im Leben schwingt. Es gibt nichts, was nicht schwingt im Leben. Kein Parameter in unserem Körper. Und auch in den Pflanzen ist es so, dass alles schwingt. Und unter anderem auch eben der elektrische Widerstand. Und das Auf und Ab dieses elektrischen Widerstands wird in Töne umgesetzt. Und wenn es rauf geht, dann gehen die Töne nach oben. Und wenn es runter geht, gehen sie nach unten. Und dadurch kann man den elektrischen Widerstand eben hörbar machen und in einer musikalischen Reihe dann verfolgen. Und wir haben jetzt gerade vor einer Woche im Lesachtal ein neues Filmprojekt gemacht, wo wir in einer ganz mystischen Stimmung, es war so grauenvolles Wetter angesagt, ein Dauerregen, und da haben wir ein großes Piano auf die Alm gebracht, in 1600 Meter Seehöhe. Und da haben wir eine Tanne gefunden, eine Weißtanne, die 200 Jahre alt ist, und haben die dann mit diesem Gerät verbunden und über ein MIDI-Kabel dieses Klavier angeschlossen. Und dann hat die Tanne auf einmal zu spielen begonnen. Und das wurde gefilmt, das haben dann auch Musiker dazu improvisiert, ein Sänger von den Salzburger Festspielen und ein Pianist und eine Geigerin.
Und das ist dann auch im ORF wieder gezeigt worden. Ich kann dann gern den Link schicken. Vielleicht kann man Super es sogar gerne. verlinken. Ja. Und wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir über das Institut das Gerät mal anbieten werden, weil einfach das so eine schöne Kommunikation mit den Lebewesen ist, die uns Nahrung und Sauerstoff schenken und eigentlich alles schenken. Also wir bekommen von denen alles gratis, im Gegensatz zu den Internetkonzernen, die uns dann sehr viel wegnehmen dafür, für das, was sie uns geben. Aber die Pflanzen machen das wirklich selbstlos. Und das Einzige, was sie von uns zurückbekommen, ist eigentlich die ausgeatmete Luft, das CO2, das sie dann wieder zu Kohlenstoff und Sauerstoff zerlegen und damit dann wieder Zucker aufbauen mit dem Kohlenstoff und den Sauerstoff an die Luft abgeben. Und so entsteht ein wunderbarer Kreislauf von Geben und Nehmen, wo das, was wir nicht mehr brauchen, den Pflanzen als Dünger dient und das, was die Pflanzen uns abgeben, uns als Lebenselixier dient. Wow, das ist so wunderschön, dieser Kreislauf des Lebens. Und das, also ich muss sagen, im Laufe der Zeit verändert sich das von Wissen, dass man halt weiß, das ist so, in ein Spüren. Und das ist etwas, was ich bei mir selbst beobachte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pflanze sehe, besonders bei Bäumen ist das deutlich, dann spüre ich diese Lebensenergie, die in diesen Bäumen ist. Und das ist ein ganz wunderbares Gefühl und gibt mir auch sehr viel Stärke, beziehungsweise auch Fröhlichkeit. Also ich war früher mal, so wie ich 30 war, war ich ziemlich depressiv. Das passiert mir Gott sei Dank jetzt praktisch nicht mehr. Da ist also diese Lebensenergie der Pflanzen ein unheimliches Hilfsmittel, dass man nicht mehr depressiv ist. Ja, so geht es mir auch. Ich habe, als ich mich entschieden habe, dass ich mich selbst heilen werde, habe ich einen Hund adoptiert, weil ich mich schon kannte und ich wusste, dass ich zu wenig in die Selbstfürsorge gehe, dass ich nicht jeden Tag in den Wald spazieren gehe, wenn nicht ich die Verantwortung für jemanden anders übernehme, weil ich das einfach noch nicht konnte. Ich konnte mir noch nicht so viel Selbstliebe geben, als dass ich mich in den Wald gebracht hätte. Und dieser Zustand mit diesem Hund dann jeden Tag in den Wald zu spazieren, das hat einfach so viel verändert. Und Ja, das glaube ich. diese Frequenz, von der sie vorhin auch gesprochen hat, man übernimmt sie ja dann. Und das ist ja das Schöne. Und das ist auch, also ich muss sagen, mich hat es wieder beeindruckt, wenn man dann sieht, diese Bäume im Nebel, das war also eine Situation, wo diese Bäume dann im Nebel waren und der Nebel ist um das Klavier herumgeflossen und der Baum hat dazu gespielt. Man kriegt dann ein völlig anderes Bewusstsein für die Pflanzen. Also es fällt mir jetzt fast ein bisschen schwer, einer Pflanze was abzuschneiden, weil ich sie so als Persönlichkeit erlebe inzwischen. Und ich glaube, das ist auch eine interessante Entwicklung in der Jurisprudenz, also in der Gesetzgebung, dass gewisse Länder bereits der Natur einen Personalstatus zuerkennen, mit dem absolut richtigen Argument, warum soll ein Großkonzern eine juridische Person sein, aber kein ein Fluss, der den Menschen viel mehr gibt als dieser Großkonzern nicht. Und der Fluss kann sich dann gar nicht verteidigen gegen den Großkonzern. Das hat man in einigen Ländern, in Peru zum Beispiel, geändert. Und auch in Neuseeland hat ein Fluss jetzt Persönlichkeitsrecht bekommen. Und ich denke, das wäre für unsere Gesetzgebung auch sehr wichtig. Wow, das wusste ich nicht. Ja, das ist so glasklar, wenn Sie das sagen. Wow, ja. Was ist in diesen Jahren, wo Sie sich mit den Wäldern beschäftigen, das, was Sie am meisten überrascht hatte? Ich denke, also erstens mal die Erkenntnis dieses Verwobenseins zwischen der Tierwelt und der Pflanzenwelt und jetzt speziell den Menschen und der Pflanzenwelt. Die Tatsache, dass zum Beispiel Bäume sich aktiv Wasser holen, wenn sie Verbindung zum Meer haben. Also es ist total wichtig, dass Wälder eine direkte Verbindung zum Meer haben. Dann erzeugen die Bäume durch die Terpene, die sie ausströmen, Kondensationskeime, sodass die feuchte Luft, die dann vom Meer angesaugt wird, also es entsteht dann eine Thermik über den Bäumen, sodass die Luft nach oben geht und die zieht vom Meer Luft nach. Und wenn dann die feuchte Luft kommt,
entstehen Kondensationskeime und damit Regen und die Bäume machen sich selbst den Regen. Das hat man in Libyen beobachtet, wo man die Wüste begrünt hat, dass wenn man die Verbindung zum Meer hergestellt hat, dass dann sofort in diesen Landesteilen Regen war. Ist auch ganz unbekannt in unserer. Ja, wirklich, das höre ich das erste Mal. Aber wie ist denn das, wenn der Wald sehr weit weg vom Meer ist? Also wie sieht das praktisch aus, diese Verbindung zum Meer? Also man muss einfach immer Wald, also Schneisen machen, in denen immer Wald ist bis zum Meer. Mit wenigen Unterbrechungen, eine Straße kann das schon durchführen. Aber es sollte ein kontinuierlicher Gürtel zum Meer sein, sozusagen zum nächsten Meer. Das ist am effektivsten. Und große Kontinente haben ja den Nachteil, dass im Inneren Trockenheit herrscht. Ja. Das war Pangea zum Beispiel, als alle Kontinente auf der Erde zusammen waren, war dieses Pangea im Inneren vollkommen trocken. Da gab es nur Echsen und ganz wenige Pflanzen, die das ausgehalten haben. Wir finden heute die fossilen Reste von denen. Und wenn wir irgendwo im Gebirge Gesteinsschichten finden, die ganz rot sind, dann ist das aus dieser Wüste von Pangea von vor 100, 200 Millionen Jahren. Und das ist ein Lehrbeispiel. Wenn man da Wälder setzen würde bei so einem Kontinent, dann kann man in den Kontinent das Wasser reinziehen. Und in Sibirien sieht man das ja auch. Sibirien leidet nicht unter Trockenheit, obwohl es so ein riesiges Land ist, weil es einfach die Verbindung zum Meer hat über die Wälder. Wow. Und es macht wieder so Sinn, weil wir, ja. Also da, wo Trennung ist, da entsteht immer Leid, egal auf welcher Ebene wir das betrachten. Das Zweite, was auch so schön ist und was mich auch überrascht hat, das war diese Komplementarität des Chlorophylls, des Pflanzenmoleküls, das Sauerstoff erzeugt und der Pflanze hilft, aus Sonnenenergie Zucker zu machen. Und das Grün ist mit dem Hämoglobin unseres Blutes, das rot ist und den Sauerstoff ins Gewebe transportiert. Das eine ist grün, das andere ist rot. Das sind zwei Komplementärfarben. Und wenn man sich das Molekül anschaut, dann ist das fast identisch. Die schauen total gleich aus, die zwei Moleküle. Es ist nur im einen Magnesium im Inneren, das ist das Chlorophyll, das macht die grüne Farbe, und im anderen Eisen. Und damit hat man fast einen alchemistischen Zusammenhang von Rot und Grün, der sich sozusagen dann äußert im Erzeugen von Leben und im Verbrauchen von Leben, das aber sich gegenseitig bedingt. Das heißt, die Pflanze kann ohne CO2 auch nicht leben. Und die ersten Pflanzen hatten tatsächlich das Problem, dass sie zu viel Sauerstoff produziert haben und dass noch zu wenig Tiere vorhanden waren, die das wieder weggeatmet hätten. Und es hat dann eine Zeit gegeben, wo sehr viel Luftsauerstoff vorhanden war und dann besteht die Gefahr von Waldbränden. Wir sind genau an der Balance zwischen zu wenig Sauerstoff mit den 21%, die wir haben. Es ist ja nur ein Fünftel der Luft Sauerstoff bei uns. Und das ist genau die Balance zwischen Waldbränden. Wenn es zu viel wäre, der Sauerstoff, dann würde jeder Brand sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Und zu wenig Sauerstoff, da könnten dann die Säugetiere nicht gut leben. Und das ist seit vielen Millionen Jahren. Seit der Entstehung der Säugetiere haben wir immer diesen gleichen Sauerstoffgehalt. Weshalb eben auch James Lovelock, der englische Biologe, der vor circa 3 oder 4 Wochen gestorben ist, mit 102 Jahren oder so, der hat die Erde als lebenden Organismus bezeichnet und hat das Buch Gea geschrieben, wo er nachweist, dass die Erde ein selbstregulierender Organismus ist, der sich immer auf den richtigen Zustand einstellt und dann dieser Zustand dann von den Jahreszeiten moduliert wird, sodass wir auch einen schwingenden Organismus haben, wie der menschliche. Und wir können mit Fug und Recht sagen, dass die Erde ein lebender Organismus ist. Ich denke gerade daran, wie oft ich als Mensch das Gefühl habe, dass ich gegen die Welt arbeite, also mit der ganzen Umweltverschmutzung und allem. Aber wenn man das so betrachtet, jetzt ohne dass wir im Überfluss leben und ausbeuten, dann sehe ich da jetzt nach Ihrem Erklären doch eine Wichtigkeit und eine Berechtigung, dass wir hier sind und nicht einfach nur der Abschaum von der Schöpfung sind.
wenn wir uns in unseren Grenzen sozusagen ordentlich verhalten würden, das zeigen ja die Naturvölker. Ich meine, der Amazonas-Urwald zum Beispiel ist enorm viel reicher geworden durch die Menschen, die drin gewohnt haben. Denn der wäre nur 10 Zentimeter, der hätte nur 10 Zentimeter Boden dort, wo keine Menschen waren. Dort, wo Menschen waren, da haben die durch den Dünger, den sie eingebracht haben, also durch ihren eigenen Abfall sozusagen, haben die den Boden verdickt und auch durch die Holzkohle, die sie eingebracht haben. Und es ist die Terra Preta entstanden, die schwarze Erde, die wesentlich fruchtbarer ist als der ursprüngliche Urwaldboden. Und sie haben noch etwas Tolles eingebracht. Es gibt, soweit ich weiß, etwa 3000 Mal mehr Fruchtgehölze im Amazonas-Urwald, als auf natürliche Weise dorthin gekommen wären. Das heißt, die Menschen haben um ihre Siedlungen immer Fruchtbäume gesetzt, Samen von Fruchtbäumen, und dadurch den Urwald angereichert. Und der reine Urwald würde uns gar keine so große Freude machen, auch nicht in Europa, weil das wäre hauptsächlich ein Buchen-, vielleicht noch Eichen-Mischwald, und es wäre relativ wenig Arten, die man dort finden würde. Dieser Reichtum der Arten, das ist auch ganz wenig bekannt, ist durch die Menschen in den Wald hineingekommen. Wow, so schön. Das ist auch so heilsam, das einfach zu hören, weil man einfach so oft uns Menschen eben als Zerstörer irgendwie wahrnimmt und aber eigentlich nicht die Gabe sieht, die wir ja mitbringen können durch unseren Schaffensgeist, den wir halt in uns tragen. Ja, also ich habe jetzt auch schon begonnen, seltene Pflanzen, wenn ich da Fruchtstände oder Samenstände von denen sehe, zu sammeln, und das tue ich dann mischen, und wenn ich dann spazieren gehe, dann streue ich das aus an den Waldrändern, damit die Waldränder, also Rosen zum Beispiel, die wilden Rosen, da kann man die ganze Landschaft anreichern. Und ich habe das auch in Kroatien gemacht, dort, wo ich immer Urlaub mache, und habe jetzt gesehen, dass zum ersten Mal tatsächlich dieses, also das ist eine, wie heißt das, Trockenblume, die Helichrysum italicum, also das ist eine Blume, die für die Haut sehr gut ist und die wild dort wächst, aber nicht in der Region, wo ich das ausgestreut habe. Und jetzt beginnt sie da zu wachsen und auf einmal nimmt die Vielfalt der Arten zu und es fängt mehr zu duften an, weil es hat unheimlich viele ätherische Öle. Das Helichrysum ist für die Haut auch sehr gut. Also da kann man wirklich selbst was dazu beitragen und zuschauen. Nach ein paar Jahren kommen dann die Gehölze und die Pflanzen, die man setzt, vor allem seltene, also Speierling zum Beispiel oder Eberesche oder auch wilde Rosen oder Krecherln, also so kleine Zwetschgen, wilde Zwetschgen, oder auch die Schleedorn, Schwarzdorn, Weißdorn. Das kann man alles ausstreuen und reichert dadurch den Waldrand an. Und da ist die Natur auf den Menschen angewiesen. Der kann das viel, viel schneller machen als jedes Tier, weil er es ganz bewusst macht. Wow. Das ist so eine wunderschöne Idee. Da fällt mir ein, wer sät, der erntet. Das ist ja auch so ein schöner Spruch. Das kommt dazu. Bitte? Das kommt dann dazu, wenn man ein paar Jahre Geduld hat. Ja, ja, genau. Was würden Sie sagen, wenn jetzt jemand zuhört, der sich gerade mitten auf dem Selbstheilungsweg befindet? Was würden Sie für Tipps mitgeben, was die Selbstheilungskraft aktivieren kann? Also ganz sicher slow down und entstressen, das ist das Allerwichtigste. Unser Immunsystem arbeitet nur dann gut, wenn es nicht gestresst ist. Wenn wir unter Stress sind, dann wird das Immunsystem unterdrückt durch das körpereigene Cortisol. Und damit haben wir eine ganz schlechte Voraussetzung für die Selbstheilung. Unser Körper weiß eigentlich ganz genau, was richtig ist. Der kann im Prinzip alles heilen, was wir haben, wenn wir ihm die Gelegenheit dafür geben. Und das bedeutet, wir müssen ihm die richtigen Stoffe zuführen. Das ist eben die gesunde Ernährung. Das sind vor allem wertvolle Fette, also Leinöl zum Beispiel mit viel Omega-3, Walnussöl mit viel Omega-3. Das ist für kalt vor allem geeignet, also für Salate. Und dann die Fette für warm wären Olivenöl
Das ist eigentlich zum Kochen, Braten und Backen bestens geeignet, auch wenn das die Lebensmittelindustrie immer wieder behauptet, das sei nicht gut geeignet. Olivenöl ist gut geeignet. Die Italiener und die Südländer haben immer mit dem gekocht und auch gebraten. Und sie gehören teilweise zu den blauen Zonen, zu den Blue Zones, wo die ältesten Menschen der Welt leben. Also das wären die Fette. Dann bei den Kohlenhydraten halt sehr vorsichtig sein, Zucker meiden, wo man da kann. Zucker ist wahrscheinlich eines der schädlichsten Produkte, die es gibt. Ich persönlich glaube, dass man Obst schon verwenden kann, weil hier die Vitamine drinnen sind, die dafür sorgen, dass die Zucker auch richtig verarbeitet werden. Genau. Und sonst ist der Zucker ein Vitaminräuber, weil er zur Verarbeitung Vitamine benötigt. Und wenn man jetzt reinen Zucker in Form von Kuchen oder Getränken, süßen Getränken zu sich nimmt, dann verbraucht das die Vitamine, die man eigentlich für die Regeneration des Körpers benötigen würde. Dann natürlich Bewegung, aber nicht übertrieben. Also kein Marathonlauf, das ist ein völliger Blödsinn. Das ist äußerst ungesund, diese Übertreibung oder Stress in der Freizeit, das ist ganz, ganz schlecht. Sondern vernünftiges Spazierengehen, vor allem auch verbunden mit Kontakt zur Natur. Das heißt, man beobachtet, man lauscht, man ist auch achtsam. Wenn ein Vogel schimpft, geht man mal einen Schritt zurück und schaut sich den an, ab wann er nicht mehr schimpft. Das wird dann von der Natur auch total positiv aufgenommen. Und mir ist jetzt gerade letzte Woche passiert, ich habe so eine kleine Terrasse an einem Teich, wo ich ab und zu mich hinlege und das lese. Und plötzlich sitzt eine Amsel auf meiner Hüfte und schaut sich die Gegend an. Und ich habe mir gedacht, das ist also Paradies pur, das ist einfach unwahrscheinlich. Und sowas erlebt man dann auch, also dass die Tiere dann viel zutraulicher werden. Ich bin selbst Vegetarier, muss ich gestehen, seit vielen Jahren. Das hat auch damals was bewirkt. Also ich merke jetzt, dass die Hunde wesentlich weniger bellen, wenn ich in die Nähe komme, eigentlich gar nicht. Die kommen wedelnd daher. Und der Geruch ist halt ganz ein anderer, wenn man Vegetarier ist, als beim Fleischesser. Ich glaube, das ist auch bekannt, inzwischen auch sogar von der WHO akzeptiert, dass viel Fleisch ganz schlecht ist, zum Beispiel für Krebserkrankungen und auch für das Immunsystem. Das fördert einfach entzündungsfördernde Prozesse. Und alles, was entzündungshemmend wirkt, was beruhigend wirkt für das Immunsystem, das ist gut, weil das ist eine ganz spannende Erkenntnis. Die meisten Erkrankungen sind in Wirklichkeit vom eigenen Körper verursacht, sind Autoimmunerkrankungen. Und es kann ein Virus dann ein Auslöser von so einer Erkrankung sein. Aber die Reaktion des Körpers ist das Wichtige und nicht der Virus. Das gilt auch für Corona nebenbei gesagt. Das geben die Ärzte inzwischen auch offen zu. Es ist die Überreaktion des Immunsystems, das zu diesen Beschwerden führt. Wenn es zu schwach ist, das Immunsystem, kann sich der Virus zu stark verbreiten. Aber die eigentliche Schädigung ist durch das eigene Immunsystem, das eben dann die Körperzellen zerstört, die vom Virus befallen sind und dann unter Umständen ungebremst ist und dann auch gesunde Körperzellen zerstört. Und das sollte nicht der Fall sein. Deswegen Multiorganversagen und diese ganzen Dinge. Ja, da ist ja durch Corona auch toll, dass da einfach mehr hingeschaut wird, auch mitochondrial, dass da geschaut wird, wie können wir die Mitochondrien unterstützen, wie können wir die Kraftzellen wieder aufbauen, wenn sie eben so eine Überreaktion durchgemacht haben. Aber auch viral, dass man die in Schach behalten kann. Und das fand ich auch sehr interessant, eben mit den ätherischen Ölen, was man da machen kann. Ja. Wenn ich mir eine neue Form der Medizin wünschen dürfte, dann wäre es eine, die den menschlichen Körper sehr gut kennt, und zwar nicht den kranken Körper, sondern den gesunden Körper. Die Mediziner wissen ja kaum was über den gesunden Körper. Der Gesunde ist für die Mediziner unsichtbar. Das äußert sich schon in der Nomenklatur. Ein gesunder Mensch heißt ohne Befund, OP. Und erst wenn er krank wird, ist er sozusagen am Radar des Mediziners. Und das ist ein ganz, ganz falscher Ansatz. Also das müsste sich in Zukunft vollständig ändern in der Medizin. Es müsste die Gesundheit das Ziel der Medizin sein. Und die Ärzte müssten enorm viel über Gesundheit wissen und natürlich auch über Krankheiten. Aber zumindest müsste es der allgemeine Mediziner müsste viel über die Gesundheit wissen und müsste sehr früh schon über die Gesundheit mit den Patienten reden und auch
entlohnt werden dafür. Das muss man auch dazu sagen. Also das ganze Abrechnungssystem ist völlig falsch aufgesetzt, weil es krankheitsbasiert ist. Es sollte aber gesundheitsbasiert sein. Und auch das Umtaufen der Krankenkassen in Gesundheitskassen, wie das in Österreich passiert ist, ist zwar eine nette Geste, aber hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Das ist immer die Frage, wo geht der Fokus hin? Wenn natürlich der Fokus die Krankheit ist und nicht die Gesundheit, dann ja. Also unser Institut beschäftigt sich ja auch mit Chronobiologie, also mit den biologischen Rhythmen. Das ist eigentlich unser Hauptthema. Und da zeigen sich Erkrankungen oder Abweichungen, das sind noch gar keine Erkrankungen, schon viel, viel früher als am Körper, also im Organischen. Und das ist eine Erkenntnis, die ich im Laufe der Jahre gewonnen habe, dass wir eben nicht nur einen physischen Körper besitzen, einen Raumkörper, sondern auch einen Zeitkörper. Und wir haben sogar Methoden entwickelt, um diesen Körper sichtbar zu machen. Den Zeitkörper schaut natürlich nicht so aus wie der physische, sondern das ist mehr so ein Diagramm, das also mit verschiedenen Farben gemacht ist und wo man dann sieht, wie bestimmte Rhythmen zu bestimmten Uhrzeiten auftauchen und manche eben dann auch nicht auftauchen, wenn sie da sein sollten. Und wenn man so nach Abweichungen vom Gesunden sucht, dann kann man viel früher feststellen, also wenn der, sagen wir es umgekehrt, wenn der Röntgenologe auf einem Röntgenbild einen Schatten sieht, dann ist es in Wirklichkeit viel, viel zu spät. Da hätte man viel, viel früher was tun müssen. Und das wäre eben eine Medizin der Zukunft, würde so eine Präventivmedizin sein. Das wäre die Spitzenmedizin der Zukunft. Das heißt, damit könnten wir das Maximum an Effektivität und auch an Lebensglück der Menschen erreichen, dass wir präventiv arbeiten und dass die Menschen von vornherein gesund leben. Und auch wissen, was gesund ist, dass man da ehrliche Informationen verbreitet. Nicht, dass man sagt, Margarine ist gesund, weil man das gern verkaufen würde, sondern dass man wirklich die wertvollen Dinge benennt, die gesund sind. Ja. Wow, ich liebe das. Immer mehr Gespräche, die ich mit Experten führe, sagen, es gibt schon Erfindungen, die uns eigentlich weiterbringen würden. In der Diagnostik, in der Prävention. Und dann denke ich immer, warum kommt es nicht raus? Warum haben wir da nicht Zugang dazu? Das ist natürlich auch einfach nicht so lukrativ, wenn andere Bereiche dann... Ja, so ja. Wie tun müssen. Aber wenn die Pharmafirmen schlau wären, dann würden sie sagen, bauen wir ein Gesundheitsleitsystem. Wir haben sowas am Institut eigentlich schon, das wirklich Gesundheit erhaltet. Und dann verdienen wir halt dort mit, an der Gesundheitserhaltung und nicht an der Krankheitsbehebung. Das wäre, sagen wir, auch menschlich viel besser für die, weil sie ja dann keine Schuld auf sich laden. Also eigentlich laden die ja eine ganz große Schuld auf sich, wenn sie die Menschen krank werden lassen oder sogar verhindern, dass die gesund werden, laden sie damit viel Leid und eine große Schuld auf sich. Und das könnten sie sich ersparen, wenn sie den Menschen helfen würden, wirklich gesund zu werden. Und sie könnten trotzdem noch immer was verdienen damit, würden die Umwelt nicht so verschmutzen. Wir haben heute durch Medikamente eine ungeheure Umweltverschmutzung. Wir haben durch Operationen eine ungeheure Umweltverschmutzung. Jede chirurgische Operation, die also ein bisschen größer ist, macht einen Container voll Plastikmüll, der als Sondermüll entsorgt werden muss, weil er mit menschlichen Teilen oder Blut verseucht ist. Und eine andere Art von Medizin, die das also viel früher angehen würde, die könnte all das verhindern und könnte unserem Planeten damit viel mehr schonen und helfen. Ja. Das ist eine wunderschöne Vision. Ich denke immer, das System muss sich von innen heraus revolutionieren. Das heißt, also Ausbeutung geht ja eh nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann greift man sich selbst an und so wird es wohl in diesem System auch aussehen. Derzeit sieht man ja die Folgen. Die leben auch nicht lang, diese Manager, die diese Firmen leiten. Und es ist sehr aussagekräftig, wenn man dann sieht, dass einer der größten Lebensmittelkonzerne lange Zeit von einem Menschen geleitet wurde, der sich jetzt gleich nach der Pensionierung einen Biobauernhof gekauft hat und dort den Rest seines Lebens verbringt. Und in seinem Berufsleben viele, viele Bauern geschädigt hat durch
Preisdruck und durch entsprechend schlechte Fertigprodukte, die diese Firma auf den Markt gebracht hat. Wer ist das? Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, damit ich keine rechtlichen Konflikte bekomme, aber es ist eine große Firma, die mit N beginnt und ein österreichischer also Firmen-CEO, der diese Firma lange Zeit geleitet hat. Wow, spannend. Ja, ich spüre, es sind immer mehr Menschen, die aufwachen und es drängt auch einfach, es drängt dazu, dass wir als Kollektiv umdenken. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich sehr über Ihr Institut, dass Sie da raustreten, auch mit diesen Erkenntnissen, die Sie gemacht haben über diese Jahre. Vielen, vielen Dank für die Arbeit und für das Schreiben dieses Buches. Wir haben jetzt nicht so über Kinder gesprochen, aber das war ja eigentlich und ist der Hauptfokus, unsere Kinder wieder zurück in die Wälder zu bringen. Sie sind unsere zukünftigen Generationen und genau, vielleicht können Sie da noch abschließend etwas sagen. Also das Buch war ja, wie gesagt, von der Idee geprägt, dass man die Eltern so informiert, dass sie ihren Kindern viel erzählen können über den Wald und viel Interesse schaffen. Es ist eigentlich nicht nur für Eltern geschrieben, es ist für jeden geschrieben, weil es so viel Informationen über den Wald enthält und weil man ganz anders in den Wald hineingeht, wenn man diese Dinge weiß. Und ich muss sagen, was ich also wirklich jedem empfehlen kann, ist, es gibt heute schon Apps, mit denen man Pflanzen bestimmen kann. Und wenn man, also es geht wirklich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, man kann es auch von verschiedenen Seiten machen, dann ist es noch besser. Aber das würde sich wirklich lohnen für jeden. Denn das, was ich erfahren habe, ich habe es im Rahmen eines Heilkräuterkurses, dass ich die Pflanzen wirklich kennengelernt habe. Und man geht dann durch den Wald und denkt sich, das sind lauter Bekannte. Und vorher hat man halt gesagt, aha, da ist ein Busch und ein Strauch und eine Pflanze. Aber man hat keine Beziehung gehabt. Aber wenn man dann weiß, dass das ein Dolkhirsche ist und das andere ist eine Klette und das dritte ist ein Hahnenfuß und dann sieht man auch eine irgendeine Kresse. Das ist so, wie wenn man unter lauter Bekannten ist und sich wirklich dann auch viel wohler fühlt. Und wenn man das den Kindern vermitteln kann, also ich habe meine Kinder dann mitgenommen, beziehungsweise umgekehrt, meine Kinder haben mich mitgenommen zum Heilkräuterkurs, die wollten das machen und die sind dann wirklich so geworden, wenn ich heute meine Tochter frage, die ist jetzt 15 inzwischen, was das für eine Pflanze ist, dann weiß sie das besser als ich. Wow. Und das ist ein großer, wie soll ich sagen, also ein Beitrag zur Beziehung, zur Natur, dass man auch weiß, mit wem man zu tun hat. Können Sie eine App empfehlen? Also ich verwende das Picture This, da hat man ein Jahresabo, kostet glaube ich 29 Euro und hat dann ein Jahr lang die Möglichkeit, alle Pflanzen zu bestimmen. Picture This heißt das. Picture This, ja. Es gibt andere auch, aber das hat sich sehr gut bewährt. Ich habe die anderen gar nicht mehr ausprobiert, weil ich sehr zufrieden war damit. Cool, werde ich gleich ausprobieren. Schön. Herr Dr. Maximilian Moser, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke für Ihre wertvolle Arbeit. Und gerne. Ja, ich hoffe, wir sehen und sprechen uns bald wieder. Also vielleicht darf ich noch ein letztes Ding äußern. Bitte. Es ist sehr schwierig, Gelder für diese Art von Forschung aufzutreiben. Wir sehen das immer wieder, dass wir mit ganz konventionellen Projekten große finanzielle Erfolge haben oder sagen wir, die Projekte gut bewilligt kriegen. Wenn man irgendwas in Richtung Natur macht, wird sofort abgedreht und es sitzen an den Entscheidungsstellen überall Leute aus der Pharmaindustrie, auch in den öffentlichen, die waren früher in der Pharmaindustrie, arbeiten jetzt in diesen Forschungsförderungsgesellschaften und die verhindern, dass man irgendwas machen kann auf dem Gebiet. Also falls jemand Möglichkeit hat, das zu fördern, wäre das ganz super, weil wir wirklich immer wieder schwere finanzielle Probleme haben. Ja. Wäre vielleicht schön. Genau, also, gut, dass Sie das platzieren, man weiß nie, wer zuschaut. Es ist tatsächlich so. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Gerne. Ja, ihr Lieben, was für wundervolle Impulse. Ich würde sagen, zieh deine Schuhe an und ab in den Wald.
Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ich zeige dir in 5 Schritten, wie du weg von emotionalem Essen hin zum selbstbestimmten, gesunden Essen kommst. Mein Name ist Priscilla Wucher. Ich bin Ernährungscoach und Gründerin von Chronisch Ehrlich und Heilkraftwerk. Ich durfte von verschiedenen Spezialisten auf ihren Fachgebieten lernen, was unser Körper wirklich braucht, damit er seine Regeneration ungestört und automatisch ausführen kann. Und was unser Geist und unsere Seele braucht, um uns in diesem Vorhaben bestmöglich zu unterstützen. Jeder von uns verfügt über eine Körperintelligenz. Wenn diese Körperintelligenz jedoch verschüttet ist, weil wir aus unserem Gleichgewicht geraten sind, werden wir unerklärliche Gelüste und Heißhunger auf Ungesundes haben und es unserem Körper schwer machen, in seiner vollen Stärke zu agieren. Wenn die Körperintelligenz aktiviert ist, weiß der Körper intuitiv, welche Nahrungsbausteine er gerade braucht, um zu regenerieren und sich aufzubauen. Und somit der starke Partner auf deiner Seite zu werden, auf dem Weg dahin, das Leben zu leben, was du dir wünschst. Komme mit und wage das Experiment, in dem du verstehen lernst, wie dein Körper funktioniert, wie du deinen Körper natürlich reinigen und bestmöglich versorgen kannst. Denn allem voran geht die Verantwortung für die eigene Gesundheit. Und diesen Willen, seine Gewohnheiten zu ändern, kannst du mental erlernen. In lehrreichen Videos, einem Workbook, geführten Trainings und optionalen Live-Gruppen-Meetings entdeckst du, wie du ungesunde Gewohnheiten loswirst und mit dem neuen Lebens- und Essverhalten zu deinem kraftvollen Grundnaturell zurückfindest. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute und ich freue mich auf dich.